Also zuerst habe ich eigentlich wie die Konturen gezogen. Nachdem ich die hatte und die gesessen sind, habe ich die ganze Fläche, die ganze Silhouette einfarbig ausgemalt, dass ich schöne homogene Fläche habe und keinen Kontrast nicht drin habe. Das war der erste Schritt und ab dann habe ich angefangen auszuschaffen. Ich arbeite so viel wie möglich freihand, schaue, dass das so genau und scharf wie möglich kommt von Hand. In dem speziellen Fall ist es wichtig, dass der Background da so eine Struktur hat, darf man nicht in den reinmalen. Also muss man immer schauen, was ist die Sprayrichtung, die man nimmt. Das ist sehr wichtig, dass es einfach nicht viel Overspray gibt über den Background, wo es sehr schwierig ist zu reparieren. Ja, nachher fängt es an. Nachher ist es immer ein Hin und ein Her. Also ich bin einer, der jetzt mittlerweile Karton benutzt, auch, um einfach tiefer und detaillierter zu arbeiten, um das Ganze zu verdichten, um mehr Detailreichtum anzubringen. Der Karton ist auch das Werkzeug wie die Spraydose. Den kann man auch verschiedene Arten nutzen. Man kann von weit weg wenig Farbe geben. Den Karton kann man nutzen, um gewisse Areale zu schützen. Man kann ihn aber auch brauchen als Bouncer, als Abprallfläche, wo man eigentlich nur den Karton ansprayt und alles das, was so dann eben rauspfupft. So der Abfall eigentlich, der dann passiert, den nutze ich mit dem Spielstein auf der Wand. Man kann ihn sehr gut brauchen, um kleine, kurze, scharfe Linien zu ziehen. Ja. So, es ist immer so ein bisschen Spielerei. Ja.